Hallo und willkommen zu Boom Beach. Heute wollen wir uns die Angriffe der letzten Operation ansehen. Die letzte Operation war die Operation Sackgasse und wurde in 10 Angriffen komplett zerstört. Wir sehen uns die Solo-Angriffe an. Als erstes Quant. Bei dieser Base wurden als erstes die Minen unter dem Kern geräumt. So dass der Laufweg für die Sugars Minen frei ist. Als nächstes wurden die Sugars am Strand gelandet. Unten beim Turm gesammelt. Und unter Rauch nach oben bewegt. Der Held läuft immer etwas voraus, deswegen ist ein Zwischenstopp sehr gut. Gut, Flair auf den Kern, Schocks, Held gezündet und der Kern ist down. Sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut. Der nächste Angriff kam von Cactus auf die Base Chimäre. Auch er wählte Only Sugars. Man muss dazu sagen, die Base Chimäre hier in dem Fall ist eine relativ leichte. Bei der OP davor hatten wir eine sehr schwere, da waren sehr viele Raketenwerfer. Das war die, wo der Kriegerbug war und zum Schluss die ca. 750k TP vom Kern mit Krieger entfernt wurden. Gut. Hier auf der linken Seite werden jetzt die Sugars ein bisschen Kanonenbrutenergie sammeln und nebenbei wird hier am Kern die Minen geräumt. Da wird Platz gemacht für die Sugars. Genau, jetzt nochmal schnell die Sugars sammeln und mit Rauch Richtung Kern bewegt. Beim Kern angekommen, wieder der Doppelrauch. Flair auf den Kern, Schocks sehr rechtzeitig. Schnell ein paar Kritter zur Ablenkung. Die waren jetzt sehr wichtig wegen den Raketenwerfer. Und gerade noch geschafft, gerade noch geschafft. Wie viele Sugars sind übrig? Nicht sehr viele. Schätzungsweise 7 Stück. Schauen wir mal nach. 9 Stück. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. Die nächste Base ist Orbifaltigkeit. Auch hier wieder die Angriffsart Only Sugars. Und wie gehabt, die Minen beim Kern räumen und auf dem Laufweg. Als nächstes Truppen landen. Rechtzeitig nach oben flären, Rauch setzen, weiter zum Kern. Ganz knapp, ganz knapp, aber noch geschafft, sehr gut. Flair auf den Kern, Schocks, Kritter zur Ablenkung und der Kern ist down. Sehr gut gemacht, sehr, sehr gut. Zurzeit haben wir die Operation Tiefer Einschnitt und versuchen da das Maximum herauszuholen. Noch einmal zur Erinnerung, wenn ihr in unser Einsatzkommando hineinkommen möchtet, wir sind das Einsatzkommando Strandläufer und haben aktuell einen Platz noch frei. Wer gerne hineinkommen möchte, einfach bewerben, anfragen und wir werden sehen. Wichtig sind wirklich die Statuen, also 8 bis 9 offensive Statuen sind uns sehr wichtig. Wenn einer
deutlich weniger hat, dann muss er überlegen, ob er vielleicht wechselt oder ansonsten wird es leider nichts. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Verstärkungen. Und in diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.